Über 300 Fotografen sind jedes Wochenende in der ganzen Schweiz unterwegs an Partys. Die Bilder sind kurz darauf aber auf tillate.com. Hunderttausende Leute klicken Seiten jeden Monat an. Vor 10 Jahren, von 4 Studenten in Zürich gegründet, ist tillate inzwischen das grösste Partyportal von Europa. Zum Jubiläum hat sich die Partyszene im Magareal gerade selber gefeiert. Und Dana Gablinger hat gestern gefragt, warum sich für tillate-Kameras alle in Posen schmeissen. Sie sind gestylt, partyhungrig, posieren und geniessen im Rampenlicht zu stehen. Die Gäste, die gestern Nacht den 10-jährigen Geburtstag von tillate feiern. Aber wo liegt der Reiz, sich sofort in Posen zu werfen, sobald ein tillate-Fotograf in der Nähe ist? Tillate ist halt überall dabei, an jeder Party und auch bei den prominenten Leuten. Und ich meine, du kannst nach einem Wochenende, nach einem Event kannst du anschauen, so, ja, welcher Promi ist wo und so. Und wenn man die Fotos anschaut, dann sich die Leute inszenieren und die spitzen Lippen und den stechenden Blick montieren, dann hat man schon das Gefühl, es geht sehr fest um das Selbstmarketing. Ja. Tele Zürich fragt die Late-Fotografin Muriel Hilti, die seit 6,5 Jahren mit dabei ist, über 1000 Anlässe fotografiert hat und Szenen kennt. Es sind einfach so die paar Sekunden Raum, die sich jeder wie erhofft und dann auch bei Tillet erreicht. Einfach. Und weil Tillet auch viele Promis und so ablichtet, ist man auch zwischen Promis sozusagen als Normalsterblicher. Tatsächlich fühlen sie Tillet-Zeiten verflossene Missen und Mister und solche, die es gerne wären. 6 Millionen Fotos sind bis dato geschossen worden. Da sind sicher auch ein paar peinliche Versionen dabei. Es hat mal ein absolut unvorteilhaftes Bild von mir auf Tillet gegeben, das dann in 20 Minuten erschienen ist, dass ich dick im Geschäft bin, weil ich dort so extrem dick ausgesehen habe. Und das ist eben der Nachteil, wenn man fotografiert, weil man merkt es nicht, man kann nicht pausen, dann gibt es halt einfach so den schlechten Moment. Die schlechten Momente hat Tele Zürich auch beim DJ Antoine gefunden. Wer die Medienpräsenz sucht, muss eben vorsichtig sein. Was machen, wenn das schlechte Foto aber schon geschossen worden ist? Es bleibt einem gar nicht anders übrig, als auch darüber zu lachen. Weil es wird noch schlimmer, wenn man sich sagt, oh nein, das ist ein peinliches Foto, was denken denn die anderen, wie man das sieht im Internet. Das ist schwierig, das haben wir natürlich nicht so gerne, aber Schwamm drüber und morgen hat der Hamster drauf geschissen. Wie auch immer, ob peinlich oder nicht peinlich, die Bilder von gestern Nacht kann man ab sofort auf tillate.com anschauen. Zürich hat die